Eine kurze Zusammenfassung, auch noch kurz, wie wir dazugekommen sind. Was haben wir bisher in dem Bootcamp mit Jimdo gemacht? Also wir haben da unser Start gestern mit dem Thema Einführung in KI und Prompt Engineering gemacht, dass wir da verstehen, wie KI-Modelle funktionieren und wie wir am besten damit umgehen können, sodass wir auch die besten Ergebnisse bekommen, die auch zu unseren Anforderungen passen. Dann haben wir uns in der zweiten Session stärker zu dem Thema Online-Marketing gerichtet, also wie wir KI einsetzen für unterschiedliche Rollen, für Marketing-Manager und für Content-Creator und wie das für viele von uns als Unternehmer oder Solopreneure ist, sind wir die gleiche Person in diesem Moment und haben da unterschiedliche Hüte, die wir aufsetzen. Und wie wir KI nutzen können, um diese Unterstützung dann in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zu bekommen. Dann hatten wir die erste Session heute Morgen, also um eigene GPTs zu erstellen. Und diese GPTs sind dann virtuelle Assistenten, die wir aufbauen können, die bestimmte Aufgaben für uns übernehmen können. Und so kommen wir zu dem letzten Teil. Also der letzte Teil sind Chatbots entwickeln, dass wir auch hier eine weitere Unterstützung bekommen von diesen KI-Modellen, um mehr Power für unser Unternehmen zu bekommen. Und somit starten wir mit dem letzten Bereich, Chatbots. Und was ist denn überhaupt so ein Chatbot? Und das sind so KI-Software, die menschliche Konversationen simulieren. Und die können dann bestimmte Aufgaben für uns ausführen oder Informationen bereitstellen. Da gibt es schon so einige, die sehr, sehr gut sind, wo man vielleicht gar nicht weiß, ob man da mit einem Mensch oder mit einer Maschine spricht. Und es gibt immer noch einige, die sehr, sehr schlecht sind und wo man da sehr, sehr schnell frustriert sind. Und da sind wir gerade in einer spannenden Phase und einer spannenden Phase, die sich da sehr weiterentwickelt und mit viel Veränderung auch hineingeht. Es gibt ein paar wichtige Merkmale von diesen Chatbots, also die können natürliche Sprache verarbeiten, wie wir das gerade auch bei ChatGPT gesehen haben. Die verstehen, wenn wir in den Eingabefeld schreiben und die können das auch interpretieren und können da die Aufgaben lösen. Es gibt auch maschinelles Lernen, also die verbessern sich kontinuierlich und lernen von den unterschiedlichen Interaktionen, die wir haben. Und die können da einige Aufgaben übernehmen, also einige Aufgaben automatisieren wir, die lernen bestimmte Aufgaben und können sie dann wiedergeben. Und die sind auch natürlich auch jederzeit verfügbar, also auch wenn wir zum Beispiel so einen Kundenservice über ein Chatbot einrichten, dann können die ja rum um die Uhr arbeiten, können ja parallel ja mehrere Gespräche führen, das heißt, das ist ja auch skalierbar. Und das werden wir uns heute nochmal ein bisschen angucken. Und wir starten mal mit so ein paar Beispiele und gucken, was machen denn so einige Unternehmen da draußen. Und hier gibt es ja eins von Fressnapf zum Beispiel, wenn wir mit Fressnapf, wenn wir hier draufklicken, ich starte das mal neu, um sicherzugehen, dass das resettet ist. Dann hätten wir ja hier einfach so ein Chatbot, der hier integriert ist. Und der ist ja sehr, sehr fokussiert, ja eher, also eher so für den Bereich Trucker, für ein Produkt. Und wir wollen hier gucken, wie funktioniert der Trucker. Da sagt er uns erstmal so: Herzlich willkommen bei Fressnapf. Ich bin dein digitaler Assistent, deine digitale Assistentin Hanna und beantworte deine Fragen. Wie kann ich dir helfen? Bitte formuliere dein Anliegen so einfach wie möglich in einen ganzen Satz. Und da wollen wir wissen, wie funktioniert der Tracker? Ganz einfach. Dann geben wir das hier ein. Also etwas, was wir schon alle mal gemacht haben, wenn wir so im Kundenservice ankommen und einfach sehr, sehr oft frustriert sind mit den unterschiedlichen Systemen, die da draußen gibt. Also du willst wissen, was die wesentlichen Funktionen des Trackers sind. Ja, und hier sehen wir schon, also dieser ist speziell konzipiert, auch aus einer Mischung aus so einem Eingabefeld und Entscheidungsbäume, die dahinter sind. Das heißt, wenn wir hier mehr wissen möchten, was die Funktionen sind, dann bauen wir ja da so auf bestimmte Entscheidungen, die uns zur Verfügung gestellt werden.
Und da fragt er, die wesentlichen Funktionen des Trackers sind GPS-Tracking, Aktivitätserkennung und Gesundheitsfunktionen. Zu welchen Funktionen hättest du gerne nähere Informationen? Gesundheitsfunktionen. Also das ist, entweder schreibe ich das und der erkennt das, oder ich könnte das auch hier so anklicken zum Beispiel. Und da sieht man einfach so diese Entscheidungsbäume, die da hinten sind, die uns da so von Frage zu Frage ein bisschen weiterführen und uns da die Antworten geben zu den Produkten, die wir haben. Und da können wir mehr von diesem Tracker lernen. Und das ist da schon eine Möglichkeit, die es da hilft, sozusagen die Kunden dort die Erklärung zu geben zu einem Produkt, was vielleicht etwas erklärungsbedürftiger ist. Und die sammeln ja auch Informationen dadurch. Also sie erkennen, was interessiert denn den Menschen, also welche Fragen stellen sie zu dem Tracker und können da natürlich eben die Webseite auch optimieren und FAQs einfügen und einfach so viel wie möglich dann diese Inhalte nutzen, um die, ja, so wie, so um alle möglichen Kaufbarrieren zu beheben. Und vielleicht werden da auch nochmal Inhalte für Social Media erstellt mit den häufigst gefragten Fragen oder die Themen, die sie zur Verfügung haben. Dann wollen wir uns nochmal ein weiteres Beispiel angucken. Und zwar gehen wir hier zu Chatbase. Also hier wird das ein bisschen so Inception-mäßig, weil Chatbase ist ein System, um Chatbots zu erstellen. Das heißt, die haben da ein Chatbot, die uns unterstützen, alle Fragen zu dem Thema Chatbots erstellen, zu Einblicke zu bekommen. Und wenn ich hier reingehe, und dann habe ich ja erstmal dieses System. Ich starte das mal nochmal. Das war schon vorhin gestartet und sage, was ist Chatbase zum Beispiel? Und das ist ja ein bisschen interaktiver, muss man sagen. Das ist ja eigentlich ganz gut gemacht hier von Chatbase. Und dann sagt er hier so, Chatbase ist ein AI-Chatbot-Builder, der sich darauf spezialisiert hat, ein Sprachmodell auf ihre spezifischen Daten zu trainieren. Dadurch können Sie ein fortschrittliches Chat-Widget in Ihrer Website integrieren oder über eine API mit Ihrem interagieren. Indem Sie ein Dokument hochladen oder einen Link zu Ihrer Website hinzufügen, können Sie einen eigenen Chatbot erstellen, der in der Lage ist, Fragen zu den Inhalten zu beantworten, auf denen er trainiert wurde. Das heißt, wir können hier einfach so unsere Produktinformationen, unsere Unternehmensinformationen als PDF hochladen. Oder sogar noch einfacher, einfach einen Link zu unserer Webseite hinzufügen und dieser Chatbot lernt dann über unsere Produkte, über unsere Inhalte, über die Tonalität, wie wir schreiben und können da einfach einen Chatbot integrieren, der bei uns zusammenarbeitet. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes GPT für verschiedene Anwendungen wie Kundensupport, Lead-Generierung, Nutzerengagement und mehr direkt auf Ihrer Webseite zu erstellen. Und das ist hier schon mal sehr spannend, weil wir haben ja hier Kundensupport, also wenn das einfach so Beantworten von bestimmten Fragen für meine Produkte ist. Ich kann das auch für Lead-Generierung nutzen, also wenn wir zum Beispiel einen, ja, vielleicht eine Software verkaufen und wie das hier so Chatbase ist. Und viele Leute, die sich damit erstmal auseinandersetzen, die werden ja vielleicht direkt nicht erstmal die Lösung kaufen, sondern die probieren, wollen vielleicht da einen Zugang zu einer Demo haben, also so eine Demo-Option haben. Und die würden dann vielleicht erstmal so über den Chat nach bestimmte Fragen sozusagen fragen. Und dann würden die ab einem gewissen Punkt, wenn die sagen, möchtest du ein Demo erhalten, dann gebe doch vielleicht deine E-Mail hier ein oder gebe deine Daten ein. Und das wiederum kann man dann mit dem CRM-System verbinden. In dem Moment haben die auch eigene CRM-Systeme. Und da können wir dann Einblicke bekommen und auch diese Leads auch genau bekommen. Auch mit den, ja, auch mit den sozusagen Kontaktdaten, was für Themen diese Leute interessieren und hätten da einfach so einen ersten Vertriebmitarbeitenden, der für uns diesen ersten Filter durchführt, um eben Leute und mögliche Verträge mit uns abzuschließen. Und das Gleiche kann man natürlich auch in anderen Bereichen einsetzen und überlegen, wie wäre das mal mit dem Thema Personal? Also vielleicht suchen wir nach Mitarbeitenden
Und dann könnten wir hier in dem Bereich so einen Chatbot einsetzen, der einfach trainiert ist, gewisse Fragen zu stellen, Informationen über die offene Stelle nochmal zur Verfügung stellt. Und wenn die Person dann auch wirklich relevant ist und auch wirklich so die Anforderungen erfüllt und die Person auch Interesse hat an was wir anbieten können, dann wird diese Information erst weitergegeben. Das heißt, da hätten wir auch schon so einen bestimmten Filter, der da eingesetzt wird, um da nicht 1000 Bewerbungen zu bekommen, sondern auch vielleicht nur wirklich mit den Leuten zu sprechen, die für uns relevant sind. Wir können alle mögliche Fragen, so wie zum Beispiel, wie kann ich ein Chatbot für mein Unternehmen bauen? Und das System ist eben sehr, sehr gut, weil das reagiert sehr schnell. Das ist auch viel, so ein Umgang, wie wir das mit ChatGPT etwas gewöhnter sind. Also, dass da auch wirklich sehr, sehr schnell reagiert und eben auch uns sehr schnell versteht. Da ist ja bei Fressnapf war das ja etwas eingegrenzter, was das System machen konnte und war ja eher so in einen starren Rahmen gesetzt. Und hier können wir sehen, wie kann ich das erstellen? Einfach registrieren oder anmelden, dann erstellen, Daten hochladen, trainieren und testen, Einbettungscode generieren. So kann ich das ja in meine Webseite einbinden, zum Beispiel integrieren. Und los geht's. Dann könnte ich nochmal fragen, wie viel kostet das? Dann habe ich da wirklich so alle Informationen und sage so, es gibt einen Umsonstplan, eben mit 0 Euro pro Monat, habe ich so einen Credit von 20 Nachrichten pro Monat, ein Chatbot kann sogar 400.000 Zeichen haben, kann ich auf meine Webseite einbinden und ist da etwas einfacher. Und dann ansonsten kostet das 19 Euro pro Monat. Könnte ich so zwei verschiedene Chatbots machen, vielleicht eins für den Kundenservice und eins für Recruiting und haben da wie viele Nachrichten. Da kann man das ja immer weiter und weiter skalieren. Also das ist ja so der Einsetzungsbereich in unserer Webseite oder in unsere ganze Kommunikation ist ja wirklich sehr, sehr spannend, weil diese Systeme können wir ja nicht nur in unsere Webseite integrieren, sondern die können wir auch über WhatsApp integrieren, über unseren Messenger, über Instagram sozusagen, dass wir da diese Systeme dann wirklich so in unsere ganzen Kommunikationsplattform einbinden und dadurch da wirklich da so viele, eine sehr, sehr starke Unterstützung bekommen. Das wollen wir uns genau angucken. Wie kann ich das für mich nutzen, also für unser Unternehmen. Und wir steigen auch jetzt da direkt mal ein. Also wir haben hier, wenn wir auf die Seite gehen und wir haben hier einen Account gemacht, dann können wir ja hier einfach so einen neuen Chatbot machen. Und in der Anleitung stand, ich kann einfach meine Daten hochladen. Ich kann die Information mit Texte schreiben, also wie wir das gerade so bei den GPTs gemacht haben. Kann meine Webseite verbinden, dass alle Informationen von meiner Webseite eben das lernt und auch eben auch die Tonalität, wie ich schreibe oder ähnliches. Kann meine Q&As hier nochmal einfügen oder könnte das mit Notion connecten, dass ich da weitere Infos habe. Und ich habe ja eine gezielte Frage. Und zwar, ich habe ja ein Chipotle Chili, was uns ja unsere Chilis verfolgen uns diesen ganzen Bootcamp, wie wir die vermarkten. Und ich habe einfach hier ein Dokument erstellt, wo wir das sehen können, die ganzen Informationen von unseren Chipotle Chilis. Und hier sehen wir, Chipotle Chilis sind geräucherte und getrocknete Jalapeño Chilis, die besonders in der mexikanischen Tex-Mex-Küche verwendet werden und für ihr charakteristisches rauchiges Aroma bekannt sind. Der Begriff Chipotle stammt aus dem Nahuatl Chipotli, was geräucherte Chili bedeutet. Sie sind besonders beliebt, da sie sowohl scharf als auch aromatisch sind und Gerichte eine intensive rauchige Note verleihen. Ich lese das nicht alles vor, sondern nur vielleicht so ein bisschen die Überschriften, damit wir wissen, mit welchen Daten wir das füttern. Also so Herkunft und Verarbeitung, was für unterschiedliche Arten von Chipotle. Matthias, du teilst gerade den Chatbase.co Seite. Ah, ich dachte, man sieht nicht, das hatte das Word-Dokument aufgemacht. Entschuldigung, danke. Kein Problem. Dann
Machen wir hier nächster Versuch, das hier kurz zu teilen. So, das ist ja mein Word-Dokument, wo ich die ganzen Daten gefüllt habe. Und hier einfach diese Beschreibung, die wir uns angeguckt haben, aber einfach ein bisschen überfliegen wir, was für Inhalte haben wir hier. Also Herkunft und Verarbeitung, welche unterschiedliche Arten von Chipotle gibt es? Wie ist der Geschmack und das Aroma? Wie wird das in der Küche verwendet? Was für gesundheitliche Vorteile hat das? Und ein Fazit. Also einfach so erstmal Produktinformationen grundsätzlich. Und dieses Dokument werde ich hier einfach mal hochladen, ohne viel zu machen. Und dann sehe ich das ja, wurde das hier schon hochgeladen. Dann kann ich hier nochmal im Text ein bisschen Ergänzungen schreiben, was dieser Chatbot machen möchte. Und ich sage einfach, ich möchte, dass du den Benutzern dieses Chatbots alle Fragen zu meinem Produkt, den Chipotle Chilis, beantwortest. Also recht einfach formuliert. Das können wir natürlich immer noch mal verbessern, aber ich möchte einfach zeigen, wie einfach das ist, das zu erzeugen und damit zu arbeiten. Und jetzt haben wir das hier erstmal schon mal erzeugt. Und wenn die Leute eben hier auf diesen Chatbot zugreifen, also könnten wir hier einmal gucken und sagen, ich brauche mehr Informationen zu den Produkten. Das heißt, hier ist es ja schon mal auch spannend zu sehen. Also bekomme hier Informationen zu den Chipotle Chilis. Ich habe mein Chatbot jetzt trainiert, diese Informationen zu wissen. Und wir hier auch nochmal sehen, was sehr spannend ist. Also der hat ja in Englisch gestartet, der Chatbot. Ich frage in Deutsch und der spricht auch dann Deutsch. Und das ist auch nochmal sehr, sehr cool, weil wenn wir auch Kunden haben, die auf unsere Webseite kommen oder über uns WhatsApp kontaktieren, die auf einer anderen Sprache sprechen, vielleicht nicht auf Deutsch, dann kann ja dieses System ja auch wirklich da nochmal mit denen kommunizieren und die Fragen beantworten. Und wir sehen, könnt ihr immer weiter fragen. Also habe hier nochmal so Informationen über Chipotle Chilis bekommen. Grundsätzlich könnte ich sogar fragen, was kann ich damit kochen? Und könnte da Infos bekommen, so über mögliche Optionen wie Chili con Carne, Salsas, Marinaden, Suppen und Eintöpfe. Und ich kann die da entweder trainieren, dass die nur auf meine Daten zugreifen oder dass die da auch öffentliche Informationen haben. Also wie zum Beispiel, wenn er sagt, du kannst damit eine Salsa machen, dann kann ich ja sagen, hilf mir eine Salsa zu machen. Das heißt, da könnte ich ja wirklich da sehr, sehr gute Möglichkeiten bekommen, sogar Rezepte hochladen und wirklich sehr, sehr viele Infos, dass die lernen, mit meinen Produkten umzugehen. Und das ist jetzt etwas so spielerisch, aber das behebt auch alle Barrieren. Also kann ich alle Fragen von meinen Kunden beantworten und sicherstellen, dass die dann eben die richtige Produkte auf meiner Webseite finden, dass die alle Infos haben, die sie brauchen, wie sie gut damit umgehen können, wenn sie Probleme mit meinen Produkten haben, dass die dort zugreifen können und eben diese Probleme lösen und habe somit wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hiermit zu spielen. Und das ist ja eine sehr, sehr große Unterstützung, die wir haben können. Und da könnte man das ja immer weiter und weiter trainieren. Und da ist es ja wirklich so, von den Preisen gibt es unterschiedliche Systeme, aber hier so Chatbase könnten wir so bestimmte Bereiche auch sogar umsonst bekommen, wenn unsere Webseite vielleicht wenig Traffic hat. Aber ansonsten ist das ja auch noch vielleicht bezahlbare Beträge. Weil wenn wir über solche Sachen denken, dann denken wir, okay, das ist vielleicht super, super teuer und vielleicht eher für größere Unternehmen erst möglich. Und hier in dem Moment ist das auch einfach für uns zugänglich und auch in dem Rahmen, der vielleicht noch bezahlbar ist. Und da gibt es unterschiedliche Optionen, mit denen wir arbeiten können.
Und da wollte ich nochmal einen Teil so mit euch, sozusagen eine Webseite mit euch teilen. Gestern hatte ich das kurz erwähnt. So, wenn wir ja, nach bestimmten Software suchen oder unterschiedlichen Systemen, mit denen wir arbeiten können, dann gibt es ja diesen ein Unternehmen, die Online Marketing Rockstars. Das ist jetzt keine Werbung an dieser Stelle, sondern das ist eigentlich, haben die, wenn wir auf deren Seite gehen, da haben wir immer diesen Bereich mit Reviews. Und da können wir unterschiedliche Software uns angucken und unterschiedliche Bewertungen zu Software angucken, wenn wir unterschiedliche Optionen haben möchten. Wenn wir zum Beispiel hier Chatbot suchen, dann gehen wir hier rein und könnten danach unterschiedliche Optionen nochmal angucken. Zum Beispiel hier so Superchat, und das ist eine All-in-One-Messaging-Software, die alle Kommunikationskanäle in einem Posteingang bündelt. Und wenn wir uns hier so ein bisschen durchklicken, können wir auch sehen, was ist denn diese Software überhaupt. Und dann sehen wir eine All-in-One-Messaging-Software mit über 4000 Unternehmenskunden wie Edeka, Engel, Völkers und Enpal. Auf alle Plattformen können Unternehmen verschiedene digitale Kommunikationskanäle wie WhatsApp, Facebook, Instagram, Live-Chat, Telegram, E-Mail in einen universellen Posteingang-Kanal übergreifend bündeln. Wir wollen da mal gucken, was haben wir hier so für Funktionen. Also kanalübergreifende Bündelung von WhatsApp, Facebook, Instagram, Live-Chat, Telegram und E-Mail in einen universellen Posteingang. Wir können WhatsApp-Newsletter erstellen. Wir können Automatisierungen, individuelle Chatbots und Workflows erstellen. Und können auch diese KI-Chatbots rund um die Uhr einsetzen, können das mit Systemen wie HubSpot, Zapier, Make oder anderen APIs verbinden. Das hat eine DSGVO-konforme Nutzung von WhatsApp Business, kann Integration eines Webchats, also können wir unsere Webseite mit einbinden, können Bewertungen dort generieren und verwalten und kann da vielleicht auch interne Kommunikation auf der Plattform führen. Da gucken wir noch so ein paar Features weiter rein. Was kann man damit machen? Und da sehen wir ja, okay, ich kann so WhatsApp-Newslettern dadurch steuern. Ich kann Integration und APIs, also kann das mit hier HubSpot oder Salesforce oder Make oder andere Systeme verbinden. Ich kann da auch Analytics und Reportings-Funktionen bekommen, also einfach einen guten Überblick bekommen, was passiert denn, welche Gespräche werden durchgeführt, über welche Themen werden gesprochen und kann das automatisieren. Und da ist das, ich kann das in zwei Bereichen aufbauen und deswegen haben wir uns diese zwei Beispiele kurz angeguckt, so über Fressnapf oder über Chatbase auch, wie die das einsetzen. Und wir können das hier für uns aufbauen, entweder auch eher so mit Entscheidungsbäumen, wie wir das bei Fressnapf gesehen haben, wo man sich da so durchklickt, zum Beispiel willkommen bei Tesla, welches Modell interessiert dich, S, X oder Y. Und wenn du dann da klickst, welche Reichweite, einfach, dass man der mehr Entscheidungen bekommt. Und theoretisch könnte man da über das System auch direkt auch eine Probefahrt vereinbaren, sodass man da auf der einen Seite eine sehr, sehr schöne Kundenerfahrung anbietet, wo man sehr nah an den, ja, an die Art und Weise, wie Kunden kommunizieren möchten. Und auf der anderen Seite ist das für uns da automatisiert und könnten dann auf einen gewissen Punkt sagen, möchtest du da mit einem Menschen sprechen, also nicht mit einer Maschine ab einem gewissen Punkt. Und dann könnte man das weitergeben und da könnten dann auch die Informationen zusammengeführt werden. Was sind denn so die Punkte, die vor dem Gespräch dann wichtig sind? Also sagen wir so, ich bin da vielleicht ein Online-Coach und fokussiere mich auf Business-Coaching und könnte da die ersten Anfragen von möglichen Teilnehmern, dass die da mit dem Chatbot sprechen und dann erstmal fragen, so was ist denn dein Geschäft? Was sind deine aktuellen Herausforderungen? Wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Da meine Preise, mein Preismodell nochmal erklären für mein Coaching-Angebot. Und wenn das dann überhaupt dann relevant ist zu dem Punkt,
dann könnte man einen Termin vereinbaren, um zu sprechen oder auch ab einem gewissen Zeitpunkt einfach direkt dieses Gespräch dann weitergeben. Und dann könnte ich als Mensch an dem Punkt anknüpfen. Was kann man sonst so machen? Also universeller Posteingang. Und das ist eben nochmal schön, weil wir haben nicht nur die Möglichkeit, da über unsere Webseite das zu verbinden, sondern haben da die Möglichkeit, auch unsere Social-Media-Kanäle oder sogar WhatsApp zu verbinden und dann eben auch da sein, wo die Menschen verfügbar sind. Also wenn ich zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt mein Kochbuch versuche zu verkaufen, kann ich ein Chatbot über WhatsApp einstellen und immer wenn Leute Fragen zum Kochbuch haben, dann eben über WhatsApp, dass das da trainiert ist, alle Möglichkeiten anzubieten, ob man glutenfreie Rezepte dort findet, wie scharf die Rezepte sind oder ähnliches, kann ich ja alles dort eingeben. Und das ist ja auch ein Kanal, der bei den Menschen sehr, sehr, sehr beliebt und sehr zugänglich ist. Kann das, wie gesagt, für die Webseite einbinden, WhatsApp, Instagram, Telegram. Hab das auch über Desktop und Mobile. Und habe auch die Möglichkeit, dort mit dem Team dazu kommunizieren. Und das sind dann eben viele Möglichkeiten. Und hätte hier die Möglichkeit auch so fast, was kostet das immer? Ist ja immer so eine interessante Frage. Und es gibt eine Umsonstversion mit einer Nummer, einen Mitarbeiterzugang, 30 Kontakte, ein gebündelter Posteingang und kann da auch sogar WhatsApp-Newsletter formulieren und auch Automatisierungen einbinden. Und danach wird es da ein bisschen teurer. Also das ist da etwas teurer als Chatbase, so die Sprünge. Das springt schon mal so auf eine größere Preiskategorie. Und da gibt es mehrere Optionen, wo ihr euch da immer gerne durchklicken könntet. Also dann ist es ja eher hier so Melibo mit 60 Bewertungen. Oder eben hier Moin AI. Und Moin AI ist genau, was hier benutzt wurde für Fressnapf. Also für Fressnapf ist das System, was hier benutzt wurde. Das hier auch so ein paar Screenshots, also genauso vergleichbar wie das vorige Beispiel. Wir haben da sehr viele Insights in die Analyse, was in den Gesprächen passiert. Ich habe die Live-Chatbots, also können da immer gucken, dass ich da den Übergang mache, so von Chatbot zu Live-Gesprächen, auch was wir bei dem anderen Tool gesehen haben, und habe auch die Möglichkeit, auch viele Bereiche so zu automatisieren oder Erweiterung einzufügen, und kann das dann eben sehr, sehr anpassen für mein Unternehmen, auch mit der Farbe, mit dem Avatar, mit dem Namen. Bei Fressnapf hieß die Assistentin Johanna, also die kann ich ja einen Namen geben, den ich möchte und auch trainieren, wie ich möchte, so unterschiedlich zu schreiben. Und das ist hier eine Möglichkeit, eben diese Chatbots zu entwickeln. Und wir haben hier nochmal so als kleiner Boni in dem Moment, dass Moin AI auch als Unternehmen aus Deutschland ist, was auch in Deutschland entwickelt wurde. Was vielleicht da in dem Moment, wenn es um DSGVO geht oder wo Daten gespeichert werden oder wie mit Systemen umgegangen wird, da eine schöne weitere Lösung bietet. Und das ist da sozusagen eine schöne Möglichkeit, wie wir Chatbots einbinden können in unsere Webseite. Und es gibt da unterschiedliche Arten von Chatbots. Also haben wir auch gerade gesehen, wie so zum Beispiel Fressnapf oder wir haben in dem anderen von Chatbase gesehen, die eher produktbasiert sind und da eher einfacher kommunizieren können oder für uns einfacher in dem Moment. Und diese unterschiedlichen Arten von Chatbots, die wir verfügbar haben, sind ja einerseits so regelbasierte Chatbots, also eher so mit Entscheidungsbäumen, was für ein Auto interessiert dich von Tesla, ist das das Modell S, das Modell X, das Modell Y. Wenn ich dann da draufklicke, welche Reichweite interessiert dich, dass man da sozusagen da weiterklickt. KI-gesteuerte Chatbots, auch etwas mehr, was wir gerade bei Chatbase gesehen haben, dass wir damit den leichter kommunizieren können mit natürlicher Sprache, wo die dann eben auf uns verstehen und auch durch dieses ganze Wissen, was wir dort formulieren.
Es gibt hybride Chatbots, also kombinieren so regelbasierte Systeme mit KI-Fähigkeiten. Da können Sie dann entweder durch diesen Entscheidungsbaum führen oder, wenn Sie gezieltere Fragen haben, darauf eingehen. Es gibt auch sprachaktivierte Chatbots, also die reagieren auf Sprachbefehle und werden auf so einen smarten Lautsprecher oder virtuellen Assistenten eingefügt. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Assistenten mit A anspricht, also ich hoffe, die springt gleich nicht an, aber wenn man dann zum Beispiel Alexa funktioniert ja so, oder Hey Siri sind ja Systeme, die in der Art funktionieren. Zum Glück hat es gerade nichts aufgesprungen. Und die bauen dann auf solche Systeme auf. Wir können aber auch so aufgabenspezifische Chatbots formulieren. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Unternehmen habe ein E-Commerce-Unternehmen bei Jimdo aufgebaut und habe da unglaublich viele Bestellungen und es kommen auch immer sehr viele Fragen zu meinen Bestellungen, dann könnte ich ja diese Systeme dazu trainieren, dass die eben immer zu bestimmten Bestellungen Fragen beantworten können oder ähnliches. Und da gibt es auch andere, ja, so offene Domain-Chatbots, die sich so in allgemeinen Gesprächen integrieren und zu vielen Themen äußern und auch so oft für Unterhaltung oder andere digitale Begleiter werden. Da gibt es ja auch wirklich sehr interessante Bereiche, auch so durch diese öffentliche Chatbots, die so in öffentlichen Bereichen diskutieren. Und da gab es ja die eine Geschichte, wo die dann die unterschiedlichen Chatbots miteinander gesprochen haben und dann selber entschieden haben, dass die dann eigentlich ihre Sprache optimieren mussten und dann angefangen haben, die Sprache zu verändern und zu verbessern, bis zu dem Punkt, dass keiner mehr verstanden hat, worüber diese Systeme reden, weil sie eine ganz eigene Sprache entwickelt hatten und dann lieber ausgeschaltet wurden, weil man da gar nicht mehr wusste, was da genau passiert. Aber für uns im Unternehmen bieten die immer sehr, sehr schöne Möglichkeiten an, bestimmte Aufgaben für uns zu übernehmen. Und da ist so der Unterschied von den GPTs. Also die GPTs nehmen ja Aufgaben von uns ab innerhalb des Unternehmens, sodass wir da immer gut so eine Assistentin oder ein weiteres Teammitglied haben. Und diese Chatbots, die können eben sehr viele Prozesse auch vereinfachen. Und vor allem, wenn es dann eben in Kommunikation mit mehreren Menschen geht oder dass die da bestimmte Aufgaben für uns übernehmen können. Die haben auch einige so Herausforderungen und Einschränkungen. Sprachverständnis ist natürlich eine, die passieren kann, wenn die Systeme dann nicht so gut sind oder noch nicht so fortschrittlich, dann sind wir sehr, sehr schnell frustriert, weil diese Systeme eben sehr stark eingeschränkt sind und vielleicht da gar nicht so gut funktionieren. Meine besten Beispiele sind dann immer, kennen wir wahrscheinlich alle, haben Probleme mit unserem Telco-Anbieter, versuchen damit irgendjemanden in Kontakt zu geraten, sind dann in der irgendwie Chatbot-Schleife gelandet und sind dann nur noch frustriert. Emotionale Intelligenz. Diese Systeme, die werden ja mit Daten gefüttert, sie lernen viel, aber es ist nicht das Gleiche, wie mit einem Menschen zu sprechen, der uns da genau verstehen kann und vielleicht auch schneller verstehen kann, ob wir frustriert sind, ob wir glücklich sind, ob wir traurig sind. Die sind ja eher sachlicher in dem Moment nochmal, die Chatbots. Datenschutz ist ein Thema, was ihr auf jeden Fall beobachten, also recherchieren solltet, mit welchem System ihr arbeiten möchtet. Und vor allem, wenn ihr das zum Beispiel für die Generierung von Leads einsetzt oder wenn es irgendwas mit den Daten von den Kunden zu tun hat, die dort übergeben werden, dass ihr euch da gut informiert, wo werden diese Daten eingesetzt. Integration. Da ist es auch manchmal schwer, das in bestehende Systeme einzubauen. Wir müssen die warten, also müssen da Updates durchführen, müssen sicherstellen, dass die eben mit den aktuellsten Daten gefüttert sind. Akzeptanz, viele Menschen mögen einfach nur es mit Menschen zu sprechen und Kulturunterschiede. Also eine von den Stärken hatten wir uns gesehen, diese Chatbots können ja alle Sprachen sprechen. Und wenn jemand mich auf irgendeiner Sprache auf meine Website oder über WhatsApp kontaktiert, dann können ja diese Chatbots da anknüpfen und alle Fragen beantworten.
aber die könnten auch noch nicht auf die ja, auf die sozusagen die Kulturunterschiede eingehen oder diese kulturellen Nuancen, die es manchmal geht, weil die ja eher so mit unseren Daten gefüttert sind und vielleicht dann nochmal so in den Bereichen an ihren Grenzen geraten. Aber wir haben uns gerade angeguckt, wie wir unser eigenes Chatbot erstellen. Es kann super einfach sein, also haben da wirklich sehr, sehr gute Optionen, wie über Chatbase das zu machen, was gar nicht mal so teuer sein muss. Und das hatten wir kurz ausprobiert. Die Alternativen haben wir uns angeguckt und so als kleiner Goodie, so zum Ende dieser 4 Sessions, habe ich noch euch ein paar weitere interessante KI-Plattformen mitgebracht. Und zwar haben wir uns einige davon schon gestern angeguckt. Also vielleicht, wenn ihr heute neu dazu gekommen seid, einer meiner absoluten Favoriten ist immer DeepL-Write. Mit DeepL-Write können wir Texte verbessern, Texte optimieren. Da wird die Rechtschreibung, die Grammatik korrigiert und auch Vorschläge gegeben, wie wir unsere Inhalte grundsätzlich verbessern können. Ein weiteres Tool ist DupliChecker. Hatten wir auch gestern schon einmal gesehen in dem Marketingbereich. Einfach, wenn wir Inhalte entwickeln, die für sozusagen, die wir öffentlich stellen werden, dann hilft es uns einfach einmal zu überprüfen, ob es diese Inhalte schon da draußen irgendwo schon gibt oder nicht gibt. Und einfach, dass wir da erstmal, dass das nicht von Algorithmen penalisiert wird, sondern dass das wirklich Unique Content ist und vielleicht auch sogar nicht, dass wir dort die Inhalte von jemand anders veröffentlichen. Neuroflash, eine weitere Empfehlung. Neuroflash ist da ein sehr, sehr schönes Tool, wo wir Inhalte entwickeln können, also Content, wirklich für die Content-Erstellung, was wir quasi so ein bisschen mit den GPTs gesehen haben. Aber das ist ja alles konsolidiert hier. Da müssen wir nur einmal das alles füttern, sozusagen, wer wir als Marke sind, wie wir schreiben, welche Tonalität wir haben. Und dann kann das ja alles optimiert werden und wir können da Inhalte für LinkedIn nutzen, für Social Media, für Twitter bzw. X, Blogbeiträge. Und da ist es ja alles schon so mit State-of-the-Art-Prompts hinterlegt, so dass wir da alles Mögliche da erstellen können und unsere Prozesse automatisieren können. Die haben auch, wenn man nur wenig Inhalte veröffentlicht, auch eine Umsonstversion, wo man da ein paar Beiträge sozusagen pro Monat erstellen könnte. Aber das ist leider ein bisschen limitiert. Wir haben noch ein anderes sehr, sehr cooles Tool, weil, wie ich empfinde. Das ist HeyGen. HeyGen können wir entweder Avatare nutzen, die es schon verfügbar gibt. Oder können unser eigenes Gesicht hier hochladen und dann Videos erstellen. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr Videos für die Erklärung von euren Produkten herstellen möchtet, dann könnt ihr dann diese Videos erstellen, könntet das mit einfach so das Skript hochladen und könntet entweder ein Avatar nutzen oder euch selber, um da bestimmte Videos erklären zu lassen. Und da könnt ihr eure Produkte erklären, könntet das auf Deutsch veröffentlichen, könntet das auf Englisch veröffentlichen, könntet das Französisch veröffentlichen. Und diese Videos werden dann für euch erstellt. Und man hat auch sogar die Möglichkeit, mit ja, ein paar Videos umsonst zu machen. Und das sind dann solche Videos wie das hier, was man da machen kann. Also ich habe hier so ein kleines Skript gemacht. Das gucken wir uns einmal kurz durch. KI oder künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik, der sich mit dem Erstellen von Maschinen befasst, die menschenähnliche Intelligenz besitzen oder menschliche Aufgaben ausführen können. KI hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und wird heute bereits in vielen Bereichen. Also können wir einfach so einen Text da hochladen und die machen dann ein Video für uns. KI Und oder künstliche Intelligenz. das gucken wir uns auch einmal an, wie einfach das tatsächlich ist. Und da haben wir hier so die Möglichkeit über Hey Jen, könnten einfach so ein Video erzeugen, wenn wir uns in diese Plattform einloggen. Und ich kann da ein Video machen oder ein Video übersetzen.
Ich könnte sagen, für Instagram oder hier für, ja, für YouTube eher so ein Format. Und dann sage ich, okay, ich will da vielleicht mein Produkt bei Instagram erklären, und könnte dann entweder ein Avatar hier aussuchen, kann so ein paar Bereiche fokussieren, Professional, Casual, etwas, was mir gefällt. Und denke, ja, ist auch gleich, vielleicht nicht, könnte man gucken. Wir nehmen jetzt mal Leo. Und Leo nehmen wir mal hier im Office-Bereich, wie er sitzt. Und könnte einfach so ein Skript formulieren. Müssten dann sagen, okay, wir können entweder unsere Brand Voice auswählen oder können hier so unterschiedliche Sprachen auswählen. Wir können da gucken, wir wollen ja vielleicht eher, hier, der Leo hat nur bestimmte Fragen, Sprachen. Wir gehen mal aber auf Deutsch. So, gehen auf Deutsch, können uns hier nochmal ein paar, Hello, this is what I sound like. Hope you like it. Sprachen auswählen. Und könnten dann einfach hier so unser Skript eingeben. Sowas wie Hallo, liebe Teilnehmer von dem Kurs. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Und dann könnten wir das einfach hier so ein Preview machen. Aber die Previews sehen wir nur die Sprache sozusagen und nicht nicht das Video als solches. Also müssen wir das da einmal eintragen und können hier sehen, was haben wir gemacht. Das müsste der hier sein. 50% fertig. Da müssen wir vielleicht noch mal bisschen warten, bis das generiert wurde. Aber ist ja schon ein gutes Tool, was wir nutzen können, einfach so um Inhalte zu veröffentlichen und ja, unsere Produkte zu erklären oder auch eine weitere Möglichkeit, einfach Content für LinkedIn oder für Social Media zu machen. Und wir können da uns als Avatar hochladen, sodass wir vielleicht, wenn wir da mit unserem eigenen Gesicht auftreten möchten, wir das dadurch machen können. Und ansonsten können wir ja eins von diesen Avataren nutzen, die es da zur Verfügung gibt. Da bleibt es gerade ein bisschen spannend, was das Video hier, wie es hier wird. Und wir haben vor allem nur noch eine Chance, ein gutes Video zu machen, weil ich ein Credit übrig habe. Ah ne, drei Videos left. Wahrscheinlich hat sich das heute Abend nochmal ja, erfrischt, meine Credits. Aber da sind wir gleich. 97%. Die letzten Prozente sind immer die längsten. Vielleicht in der Zwischenzeit, als wir noch warten. Ah, ist ja da. Aber wenn ihr die, ich weiß nicht, ob ihr die Fragen seht, die Umfragen, dass wir hier in den Polling Quizzes haben. Die Frage, die ich jetzt habe, werde ich bald schließen, um die letzte Umfrage zu schießen, was es um Inhalte für das nächste Bootcamp ist. Und da brauchen wir auf jeden Fall euren Feedback und Wünsche. Also bitte, bitte antworten, wenn ihr da das seht. Perfekt, dann gucken wir, was hier gemacht wurde. Hallo, liebe Teilnehmer von dem Kurs. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Also die Stimme ist ein bisschen robotisch, muss man sagen, aber wie bei vielen KI-Systemen ist das einfach, ist das sehr stark gerade alles in der Entwicklung und das verbessert sich ja Tag für Tag. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall auch nochmal in der Zukunft viele, viele Optionen, die sich da, ja, wie sich diese Systeme weiterentwickeln werden und vor allem, wie wir hier gut skalieren können. Und wir kommen so langsam zu den letzten Punkten. Das heißt, wir gucken uns nochmal
hier so KI. zwei weitere Empfehlungen an. Und eine Empfehlung ist hier eben Make. Und Make könnt ihr dann alle Systeme miteinander verbinden, sodass ihr da auch wo wir schon etwas gesprochen hatten, also so die Entwicklung von den Inhalten vielleicht etwas automatisieren, sodass da wir vielleicht neue Ideen für Inhalte über Google Docs aufschreiben. Make erkennt, dass wir dort neue Ideen aufgeschrieben haben. Make schickt diese Ideen zu ChatGPT, um da Instagram-Posts zu erstellen. Dann wird auch die Bilder erstellt und dann können die auch veröffentlicht werden. Und ist eben diese Plattform, wo ihr das alles so steuern könnt und euch mit Automatisierungen etwas mehr auseinandersetzen könnt. Und die haben auch unterschiedliche Optionen, die umsonst sind, wo ihr da mit der Plattform etwas experimentieren könnt. So wie hier zum Beispiel, also im Social Media Management, man hat da einen bestimmten Startpunkt, entweder über die Plattform oder wie gesagt, so eine neue Zeile in mein Google Doc. Dann werden die Inhalte entwickelt und die werden so in den unterschiedlichen Plattformen gepostet. Und guckt euch diese Plattform an, wenn euch das Thema Automatisierung interessiert und etwas, was auch gerade sehr, sehr, sehr gehypt wird, diese Plattform Make. Und zuletzt, wenn wir AIs suchen und nicht genau wissen, welche Produkte es gibt oder welche Software es da gibt, dann gibt es auch eine AI, die uns hilft, AIs zu suchen. Und das heißt, there is an AI for that. Und hier könnt ihr weitere Informationen finden. Und wir sind somit in dieser letzten Session einmal durchgekommen. Also hoffe auch, dass auf jeden Fall euch diese Session gefallen hat. Und als Zusammenfassung auch von meiner Seite aus, da sehen wir ja auch durch diese ganzen unterschiedlichen Sessions, die wir gemacht haben, sehen wir, wie das Potenzial hinter KI. Also können da wirklich das nutzen, um vor allem so als kleine Unternehmen oder als Solopreneure wirklich mit den großen Unternehmen mitzuhalten, weil wir da die Möglichkeit haben, unsere virtuelle Assistenten aufzubauen. Wir können Prozesse automatisieren, wir können Inhalte skalieren, lokalisieren, wir können uns Unterstützung von sozusagen Experten in den Bereichen über KI und Co. holen, die uns da unterstützen. Und es ist wichtig immer, dass wir gut prompten. Das ist das A und das O bei KI. Einfach, dass diese Systeme auch genau und gezielt unsere Aufgaben lösen können. Und wichtig ist auch, dass ihr diese Limitierungen von KI versteht und auch immer beachtet und sicherstellt, welche Daten möchtet ihr hochladen, welche Daten solltet ihr vielleicht nicht hochladen oder mit welchen Systemen, welche Rahmenbedingungen haben sie auch laut DSGVO, was sind die Chancen und die Risiken. Aber ansonsten bietet es das eine super, super Chance, da sehr stark zu wachsen, KI. Und an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei allen bedanken, auch bei Jimdo und bei Shadi für die Organisation und hoffe, dass euch das alles gefallen hat. Und wir haben ja noch mal ein bisschen Zeit für Fragen. Super, super. Danke, Matthias. Und so wie gestern haben wir natürlich ganz viele Fragen hier. Eine wollte ich nochmal ansprechen. Viele haben gefragt für die Einbindung von Chatbots und Jimdo-Websites. Frank hier hat das gleich versucht und er meinte, das funktioniert einwandfrei. Also danke, Frank, dass du das selber da recherchiert hast für die Gruppe. Also dann, das geht dann. Tobias fragt, man kann bei HiGen, oh nee, das ist keine Frage, das ist Kommentar. Man kann bei HiGen auch Drittanbieter wie Eleven Labs einbinden. Wenn nichts dazu zu sagen wird, dann mache ich weiter.
Ja, die Aufzeichnungen werden auch per Mail geschickt. Wir müssen das nochmal ein bisschen so editen lassen. Deswegen kommen die 4 Sitzungen am Montag per Mail. Bianca fragt, wenn ich hier mein eigenes Foto hochlade, kann ich dann auch meine eigene Stimme verwenden? Ja, bei Hey Jen kann man die auch trainieren. Also kann man eigene Bilder hochladen, auch eigene Videos und die lernen dann. Also das wird dann super spannend, wenn die dann irgendwann, also super spannend, wenn das irgendwann richtig funktioniert, weil da könnte man ja wirklich super viel Content produzieren für das eigene Unternehmen. Es ist natürlich auch ein bisschen scary auf der anderen Seite, muss man sagen, weil dann ist es ja sehr, sehr einfach. Auch die Personen online zu klonen in dem Moment. Kommt Hey Jen auf Jindo Plattform. Das wäre toll. Das wünsche ich mir auch. Aber erstmal nicht. Viele haben auch gefragt, wir haben schon KI-Integrationen auf beiden Plattformen, also bei der Creator und Dolphin. Also für die das selber auch mit HTML-Code arbeiten, also das ist den Creator-Account, da kann man mehr machen als beim Dolphin. Beim Dolphin, bei dem Baukastsystem, kann man ein bisschen weniger machen und deswegen haben wir automatisierte KI-Integrationen da im Vergleich mit dem Creator. Da gab es viele Fragen zu Chatbase. Ich gehe kurz hoch. Woher zieht der Bot seine Informationen her? Hat er eine Verbindung zu meinem ChatGPT? Nicht zu, also zu ChatGPT schon, zum Beispiel zu den KI-Modellen, also die LLM, das LLM-Modell, was dahinter steht, aber nicht so zu unseren eigenen ChatGPT. Also das heißt, da müssen wir ihn schon nochmal separat trainieren, wie wir das gerade gemacht haben. Also dass wir da die Daten füttern, dass das System eben davon lernt. Aber das ist ja super einfach, weil theoretisch könnte ich auch meine Webseite einfach da dort mit der URL verbinden. Wie erkenne ich es, wenn meine Kunden mit den Antworten nicht zufrieden sind? Da könnte man auch sozusagen Umfragen starten und da auch einfach gucken, weil man hat ja die Zusammenfassung, was passiert denn mit den Chatbots. Also hat da so Analyse, was dort passiert ist und könnten da immer noch vielleicht so einen Panik-Button einbauen, wo das sagt, so schick mir ein Mensch oder ich bin sehr unzufrieden mit der Antwort oder ähnliches. Das erkennt man ja auch schon bei vielen Chatbots gibt es das aktuell. Also mein bestes Beispiel ist immer die Telco-Chatbots, wo ich regelmäßig meinen Frust rauslasse. Und da hat man immer die Möglichkeit zu schreiben, ich bin nicht zufrieden mit der Antwort. Ja, ich schreibe auch immer nur Agent und da kriegt man schnell ein Mensch. Ja. Kann ich Abfragen oder Checklisten auch in zum Beispiel Google Forms Tabellen überführen, sodass ich eine Tabelle mit den Angaben zur Verfügung gestellt bekomme? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich Ja, kann ich kann nicht ich merken. Abfragen oder Checklisten auch in zum Beispiel Google Forms Tabellen überführen, sodass ich eine Tabelle mit den Angaben zur Verfügung gestellt bekomme? Also, dass man die Abfragen so über Chatbase macht. Also, ich habe mal meine ganzen sozusagen Kriterien, die mich dann interessieren. So eine Checkliste, die abgegolten werden muss. Also einfach sagen, so, okay, zum Beispiel, wenn ich da jemand recruite und da sage, okay, die Person muss vielleicht Google Ads können und SEO können, das so als Checkliste und dass die dann so abgecheckt wird und dann man die über Informationen übermittelt bekommt. Verstehe ich das richtig? Würde ich auch so verstehen. Also man kann solche Systeme nutzen. Ich hoffe, ich verstehe das richtig, die Frage in dem Moment, da wirklich so diese Kriterien abzufragen. Vor allem ist das ja so in der Personalabteilung ja ein guter Bereich, einfach um sicherzustellen, dass die Kandidaten dann sozusagen diese Kriterien erfüllt, die man für eine offene Stelle braucht. Udo sagt ja. So Okay. war die Frage gemeint.
Perfekt. Danke, Matthias. So, noch Fragen für Chatbase? Ganz viele Fragen. Liebe Shadi und Matthias, kann ich zum Beispiel auch, da kommen viele Fragen, kann ich zum Beispiel auch anstatt ein Buch, Lexikon, Themenwerk zu schreiben, sämtliche Buchnotizen in einem Chatbot füttern? Und dieser kann dies nutzen zur Fragenbeantwortungen von externen Personen. Ja, also kann man mit allen möglichen Informationen füttern und die sozusagen für Externe dann öffentlich machen, die dann diese Fragen dann beantworten können und das eben über, ja, wie auch immer, WhatsApp oder über Messenger oder über die Webseite einbauen. Und kann mit allen Infos, die ich, also sie schreibt, kann ich dann oder kann Chatbot oder Chatbase ein KI-erstellt Buch damit erstellen oder generieren? Der Chatbot. Ja. Also genau gefragt steht, könnte ich auch alles solche gemixten Infos zu einem Thema irgendwo eingeben? Inhaltsverzeichnis, Ablauf, Main Story, Absicht, Ziel und so weiter eingeben und eine KI erstellt damit ein Buch? Also man kann ein Buch mit KI erstellen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ein Chatbot da der richtige, also sozusagen, wie wir das jetzt so nach außen, der beste Weg wäre. Da wäre auf jeden Fall, glaube ich, da eher so ChatGPT geeigneter, dass man da einfach fragt, okay, ich habe eine Idee für ein Buch, beziehungsweise das Thema, hilf mir dann das sozusagen Inhaltsverzeichnis zu schreiben, sodass wir den groben Ablauf haben und dann so Kapitel für Kapitel nachfragen. Das wäre ja eigentlich auch über so Copilot, gibt, wäre es ja eine super Möglichkeit, das aufzubauen, weil man da eben vom Dokument auch immer beliebig erweitern könnte und da eben das ganze Buch eben durch Copilot dann erstellen, was ich glaube, ein bisschen einfacher wäre als über ChatGPT. Und da könnte man dann Layout über Canva erstellen und über KDP veröffentlichen zum Beispiel. Und da hätte man da eine gute Möglichkeit, so ein Buch zu erstellen. Perfekt. Da sehe ich auch ganz viele Fragen bezüglich der Einbindung von Jimdo und die Chatbots. Vielleicht machen wir auch noch ein kurzen Webinar mit dem Thema, weil ich sehe, hier haben viele, viele Fragen. Und ich habe leider nicht alle Antworten. Und ich glaube, es wäre auch ganz nützlich, das auch zu zeigen, wie man das genau macht mit dem Jimdo-Plattform. Ja, auch danke für die Komplimente. Wow, Wahnsinn, geballter Input. Sehr gut erklärt, sofort umsetzbar. Ich bin begeistert, sagt Matthias. Auf Coaching-Kanäle muss man dafür sicher viel Geld bezahlen. Ihr seid unbezahlbar gut. Tausend Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, das versuchen wir auch beim Jimdo zu machen. Einfach weiter Know-how zu geben, weil wir sind alle auch selber self-employed und Selbstständige. Dann verstehen wir, dass solches Know-how auch sehr, sehr teuer sein kann. Vielen Dank, tolle Schulung, sehr gut und verständlich immer wieder. Danke, Andrea. Finde solche Toolvorstellungen immer top in solchen Webinaren und vor allem auch für die Weiterentwicklung mit Jimdo. Danke, Gabriele. Danke für das Webinar und werde gerne immer wieder daran teilnehmen. Danke, danke. Nicht alle von euch haben die Umfrage geantwortet. Wollte ich noch mal sagen. Hier habe ich 130 Leute haben das geantwortet. Gerade für das nächste Bootcamp wäre mir sehr hilfreich zu wissen, was für Themen für euch hilfreich ist. Was noch? Ich konnte das ChatGPT, das du benutzt, mit Custom-GPT-Option gar nicht finden. Gibt es da noch andere Alternative, die noch Custom-GPTs haben? Ja, also man kann das zum Beispiel über Gemini auch machen.
Und Gemini hat auch die Möglichkeit, diese Assistenten aufzubauen. Ich weiß nur gerade den Namen nicht. Also die haben ja auch, die heißen irgendwie anders, aber die, da hat man auch die Option, diese personalisierten GPTs quasi zu erstellen. Perfekt. Das hat mir die Augen geöffnet. Auch toll erklärt und präsentiert, sagt Ute. Marc, Kompliment, sehr praxisorientiert, sehr nützlich. Vielen Dank euch beiden. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. No questions left, sagt Martina. Herzlichen Dank, Matthias und Shadi. Ein tolles, lehrreiches und sehr angenehmes Bootcamp. Freut uns. Ja, da, jetzt kommt keine Frage mehr. Ja, auch nicht. Das war auch Jimdo bezüglich mit dem Chatbot. Ja, wenn es keine Fragen gibt. Ja, danke, danke euch allen. Ich lese nur sehr, sehr liebevolle Komplimente. Das macht mich auf jeden Fall glücklich zu hören oder zu lesen in dem Fall. Kann ich nur wiedergeben. Ich teile das alles weiter an Matthias, damit er das auch sich selber lesen kann und sich freuen kann für die Komplimente. Okay. Ja, ich sehe jetzt keine Frage mehr, die reinkommen. Okay. Gibt es einen sinnvollen Arbeitskreis, Zirkel, um zu starten, also Arbeitsloops? In welchem Bereich? Also, wenn es um, ich finde sozusagen, wenn ich dann starten würde, ich finde ein Tool, was unverzichtbar ist, wie gesagt, ChatGPT. Und für meine Arbeit so von den Loops ist es wirklich so, dass ich da ein GPT mit meinen Unternehmen und Unternehmensprodukte sozusagen mit alles, was Unternehmenswissen ist, trainiert habe. Und dann eben so für spezifische Aufgaben, die regelmäßig sind, dann so Custom GPTs entweder selber erstellt habe oder andere GPTs nutze, die andere erstellt haben. Aber wenn man da einmal versteht, so was sind meine regelmäßige Aufgaben, dann hat man so einen Anfang Invest im Bereich Zeit, aber das erleichtert so ziemlich viel den Alltag danach. Und wenn das dann so die Loops sind, ist dann würde ich auf jeden Fall die ja, diese Unternehmens-GPTs trainieren, dann suchen, was sind meine regelmäßigen Aufgaben, die GPTs dafür finden oder erstellen und damit dann arbeiten. Und von den Arbeitsweg ist dann wirklich dann immer der für mich der Weg, GPT, also ChatGPT plus GPTs manuell anpassen, über DeepL-Write verbessern und über DupliChecker einfach sicherstellen, dass es nicht so woanders gibt. Vincent fragt, was hält Matthias von Cloud AI? Auch gut und auch wirklich sehr, sehr beliebt und sehr weit verbreitet. Hab da jetzt nicht unbedingt was dagegen zu sagen, sondern es gibt so viele Tools und dann am Ende habe ich mich da, ich persönlich, für ChatGPT entschieden. Da gibt es sicherlich Argumente dafür und dagegen, aber finde, dass so mit Tools-Überflutung es da manchmal Sinn macht, so sich für eins zu entscheiden. Und da lernen, wie ich am besten damit umgehen kann, bevor man dann irgendwie 17 Tools halb kann. Welcher Version von Jimdo braucht es für die Integration eines Chatbots? Da braucht man den Creator-Version. Also es sind, wie gesagt, zwei unterschiedliche Plattformen. Und nochmal, ich werde auf jeden Fall ein Webinar koordinieren, Jimdo slash Chatbot, damit wir noch ein bisschen tiefer rein können, gehen können. Ist es sinnvoll, Marketing-GPTs zu erstellen oder existierende zu nutzen? Hängt davon ab. Also ich finde, es gibt schon einige, die sehr gut sind, wo man aufbauen kann, wenn es so um LinkedIn Post zu schreiben oder Instagram Post zu schreiben.
Ansonsten mag ich das persönlich, die für mein Unternehmen zu etwas enger zu greifen, dass sie genau verstehen, wer meine Zielgruppe ist, wer ich als Unternehmen bin, was meine Produkte sind, was meine Ziele sind, dass man da etwas zielgerichteter arbeitet. Aber wenn es eher so um Content-Erstellung geht, um die Plattform verstehen, dann gibt es schon einige, die sehr gut sind da draußen. Wirklich eines der besten Webinare, die ich erleben durfte. Sehr schön zu lesen oder Ist hören. sehr schön, ja. Ja, unglaublich viel gelernt in so kurzer Zeit. Danke, danke, Matthias und Shadi. Okay. Ja, ich kann hier bleiben und noch mehr Komplimente vorlesen. Oder Antwort, Fragen antworten. hier, hier, hier. Copilot scheint noch nicht GPT 4.0 zu verwenden. Spricht das gegen Copilot? Nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr leistungsstark, Copilot. Und ich finde, dass dadurch, dass es einfach so in den Office-Tools integriert ist, hat es so eine ganz andere Stärke, was so uns den Arbeitsalltag nochmal sehr, sehr vereinfacht. Also wenn wir viele Präsentationen bauen, wenn wir viele mit Word arbeiten oder viel E-Mails schreiben, dann hilft es ja auch einfach so in dem Alltag diese Prozesse etwas zu erleichtern. Ja, gut. Ich habe aktuell das Baukastensystem von Jimdo. Kann ich meine aktuelle Seite auf die Creator-Plattform portieren? Nicht direkt. Also du kannst den Account, ein Creator-Plattform öffnen mit deinem Account. Aber für die Portierung kannst du dich gerne an unserem Support-Team wenden. Die helfen dir mit der Portierung. Okay. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Ende. Also wir haben noch 5 Minuten übrig, aber wenn es noch keine weiteren Fragen kommen, dann können wir die letzte Worte geben. Willst du was sagen, Matthias, oder machen wir jetzt dann Schluss? Also vielen Dank nochmal so an alle für die zahlreiche Teilnahme. Es war mir eine Freude, euch diese Themen etwas näher zu bringen und hoffe, dass es euch da viel weiterhilft, eure eigenen Business voranzutreiben. Und auch nur noch hier danke an Jimdo und Shadi für die Organisation und dass ihr das überhaupt ermöglicht. Ja, danke. Und hoffentlich können wir auch den zweiten Bootcamp bald organisieren. Und wir schicken euch natürlich wie immer, wenn ihr über das Landingpage euch registriert habt, dann bekommt ihr die E-Mails direkt, also die Einladungen für die weitere Bootcamps direkt per Mail. Wenn nicht, dann, wie gesagt, schreibt unserem Support-Team an und wir können euch an den Business Academy einfügen lassen. Und dann bekommt ihr auch alle Materialien auch von diesem Bootcamp auch per Mail. Wie gesagt, das dauert ein bisschen mit der Vorbereitung von dem PDF und so weiter und den Videos. Deswegen hoffe ich, dass am Montag ihr in eurem Inbox das Bootcamp-Handout auch zur Verfügung habt. Von Herzen danken auch von mir und ja, hoffentlich bis bald.